motherfucker. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Black Ops 2. Wieder mal eine neue Aufnahmesession. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Bis auf gestern. Ihr hört es im Hintergrund. Ich lasse im Hintergrund so ein wenig Musik laufen, sage ich mal. Damit es nicht ganz so langweilig ist. Ihr werdet noch Geschießgeräusche hören, aber die Musik von COD ist nicht. Ich habe gestern ein bisschen gespielt und ich muss sagen, ich war so gut. Ich war abgefuckt gut, Alter. Heilige Scheiße. Und ja, mal sehen. Wo spielen wir? Nuketown? Oh komm, Nuketown. Gleich direkt Gemetzel. Ja. Ich hoffe, ich habe die Soundeinstellung jetzt richtig gemacht mit der Musik im Hintergrund. Ja. Kann sein, dass die Videos vielleicht von der lieben GEMA besucht werden. Also stört euch nicht bitte, wenn bei einem Lied halt, wenn ein oder zwei Videos halt nicht sind. Ihr wisst ja, GEMA und sowas, voll beschissen, braucht kein Mensch. Gut. Ah. Dann geht's los, Nuketown 2025 in Nevada, USA. Ach ja. Mal schauen, wie es geht. Der Dreamtax ist gestern aus dem Gestern? Weiß ich nicht, den Samstag jedenfalls aus dem Urlaub zurückgekommen. Aus dem Skiurlaub. Er sagt, Alter, das war so geil, der will er dringend nochmal hin. Glaube ich eben auch, Skiurlaub ist eigentlich immer geil. Ich hatte vorhin ein paar Internet, oh fuck, Probleme. Da war, was war das Problem? Samtex. Jawohl. Hab ein neues Visier. Ruckelt ein wenig. Wie gesagt, ich hatte vorher Internetprobleme. Oh Gott, was war das denn? Nein! Scheiße! Nicht nachgeladen. Leckt mich. Ah. Hier ist komischerweise die Maus ein wenig flüssig. Was ein Spaß. Ha! Fuck. Na, immer ein Assist. Gestern war ich besser. Das gibt's nicht. Es ruckelt, aber wo kommt denn das scheiß Ruckeln her? Ah! Seiner dreckigen Sniper da. Ah, hinter mir. Ha, gestern war ich besser, ich schwör's. Definitiv. Naja, wie gesagt, ich habe mir, ihr könnt mich ruhig steinigen. Vor längerem, ihr seht's ja auch an den jeweiligen Spielen, da sind 10 Folgen draußen. Ah! Und ich bin ganz ehrlich, da ich habe mir doch eine Xbox One geholt. Fernlenkladung. Ja, klar. Und ups. Und warum? Ganz einfach. Es gibt ja in Zukunft das ein oder andere Spiel, was es halt nur auf Xbox gibt. Wie zum Beispiel Forza Motorsport. Das Spiel feiere ich extrem. Und leider, ja halt, wie gesagt, nur für Xbox. Daher war es für mich der logische Schluss. Oh, Schockladung. Ja, war es für mich der logische Schluss, mir doch die Xbox zu holen. Ich muss sagen, sie ist sehr, sehr teuer, sage ich ganz ehrlich. Sie ist teuer. Ist kein günstiger Spaß. Den habe ich noch erwischt. Cool. Ja, und ich muss sagen, sie überrascht mich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die doch so gut ist. Mir gefällt die gut. Ich habe ja mit der Xbox 360 Erfahrung gemacht. Und muss sagen, ja, okay.
war recht schön schon die Xbox 360. Und als Microsoft halt die Xbox One vorgestellt hat, war ich, um ehrlich zu sein, ein wenig enttäuscht, weil sie hat doch nicht so hundertprozentig meinen meinen Wünschen entsprochen. Aber es hat sich dann doch gezeigt, sie ist doch besser geworden, als ich gedacht habe. Nein. Ah, schade. Und da habe ich sie mir halt doch zugelegt. Ist eigentlich doch eine schöne Konsole, muss man sagen. Also ich beteilige mich, um ehrlich zu sein, nicht an diesem Krieg Xbox oder PlayStation. Beide Konsolen sind gut. Und ich werde mir auch beide holen, nur auf die bei der X-Uhr. War ich das? Nein. Ah, der Nutzlose. Ja, chill. Und ja, wie gesagt, also die Xbox ist eigentlich schon ein schönes Ding. Bei der PlayStation warte ich noch auf die zweite Generation. Oh, gemein. Warte ich noch auf die zweite Generation. Ich war der Beste? What the fuck? Geil. Ja, also ich warte auf die zweite Generation der PS4, weil da ist der Nvidia-Prozessor drin und der ist meiner Meinung nach definitiv besser als der jetzige AMD-Prozessor, weil AMD ist, mag ich nicht. Ich finde AMD richtig scheiße. Warum, weiß ich nicht. Bin lieber auf der Schiene Intel-Nvidia. Und ja, da soll halt der neue Nvidia-Prozessor dann drin sein in der neuen PS4. Und die werde ich mir dann auch holen. Ich habe mir, was ich auch ganz geil finde, habe ich bei Amazon gesehen. Da ist, was war da? Ich mach mal zwei Runden heute. Wir sind ja gerade mal bei 7 Minuten. Da waren so Aufkleber für die Xbox. Da konnte man sich entweder so die Xbox komplett in Weiß bekleben, komplett in Orange. Grün war, glaube ich, auch noch dabei. Oder halt so eine Schutzfolie. Die Schutzfolie habe ich mir bestellt, damit man halt, damit der Klavierlack von der Xbox nicht so Schaden nimmt, weil da sieht man jeden Dapper drauf, jeden Kratzer. Das ist ein Nachteil für mich. Bei der PlayStation gibt es auch Schutzfolie für vorne und an den Seiten, glaube ich. Aber die ist, soweit ich mich erinnern kann, so matt, glaube ich. Weiß ich nicht, muss ich jetzt lügen. Ah, geht schon los. Machen wir. Ich werf direkt mal die Semtex rüber. Oh fuck, der war schlecht. Zwei Leute und keiner wird getroffen. Ah, schade. So, runter. Ups. Oh, komm schon. Mann, mit dieser kleinen Mini-Pistole. Ich hasse die. Ich hasse die. Die hat richtig viel Schaden und eine hohe Feuerrate. Ich hasse diese Waffe. Wenn ich sie hätte, würde ich sie lieben. So, kommt einer um die Ecke gescheißert? Kommt da? Nein. Jetzt kommt einer um die Ecke gescheißert. Ah, vier Leute. War klar, dass ich da sterbe. Alle mit der V10? K10? Keine Ahnung. Ich weiß. Ja, du bist halt so schlecht. Ah! Was, also komm Leute, was hätte ich da machen sollen? Der Pro-Gamer hätte gesagt, hätte sich ja ducken können. Ja, ich hätte, ich hab's aber nicht gemacht. Ah! Nein, ich gehe hier lang. Ha! Oh, ernsthaft? Alter, was? Ich hasse es. I hate it. Ich muss mal lernen, nicht die ganze Zeit drauf zu drücken, sondern mal nur. Ja. Spaten. Was? Wie heißt der? Atomic, glaube ich, hieß. Ah! Fuck you. Eben lief so gut. Oh, Semtex. What the fuck?
Ja, Atomic heißt er. Cooler Name. So. Fuck it! Mann! Also wie gesagt, Xbox ist schon, ja, ist was Schönes. Lohnt sich doch irgendwie die zu holen. Man muss natürlich den jeweiligen Geldbeutel da fahren, weil die ist recht, die ist teuer, gebe ich zu. Die Xbox One, die geht ins Geld. Allein ein Controller von der Xbox kostet 70 Euro, glaube ich. Und allein die Spiele halt auch 80 Euro. Also die Xbox geht richtig heftig ins Geld. Wie, jetzt ist hier keiner? Also die Xbox geht recht heftig ins Geld. Wow. Schade, war nicht meiner. Hätte ich mit rechnen müssen. Ansonsten so der Controller von der Xbox. Schönes Ding. Oh, ey. Diese scheiß Knifer, ey. Die gehören so in den... Ah, gefickt. Mann. Diese, immer diese Penisköpfe, die da mit ihren scheiß Messern rumrennen. Die gehören mal richtig anal genommen, ey. Mann. Solche Wichser. Kampfgranate geht raus. Ne, der lag da. Hä? Zwei? Geil. Ah ja, schön. Wie die Kinect von der Xbox ist, weiß ich noch nicht. Ich bin echt am überlegen, ob ich mit Just Dance zulegen soll, weil das ist schon ein geiles Game. Es macht richtig Spaß. Aber irgendwie ist mir da unwohl zu wissen, dass dabei Microsoft jemand hockt und mir die ganze Zeit zuguckt dabei. Ah, weiß nicht. Ist ein recht... Ich scheiß dir in die Fresse. Oh, schade. Da war er. Der scheiß Sniper. Was mache ich denn? Spaßt. Diesmal hatte ich dich. So ein Drecksack. Oh oh. War klar. Da hockt er da hinten. Dieses Sniper-Wichser, ey. Ah! Gut. Fuck, ist die Datei groß. Eieiei. Scheiße, ist die Datei groß. Wo schießt der denn hin? Gut. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh Gott, war die schlechte Runde. Sehen uns dann in der nächsten Folge und dann geht's mal um die PlayStation 4. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.